zum Videotutorial zu GeoGebra zum Thema Konstruktion eines Quadrates. Ziel dieses Tutorials ist es vor allem, Ihnen die Werkzeugbenutzung in GeoGebra näher zu bringen. Zunächst einmal zur Erinnerung, hier habe ich ja alle Zeichenwerkzeuge. Allerdings gibt es nicht nur 11 Zeichenwerkzeuge, wie hier momentan zu sehen sind, sondern ich habe ja noch die Werkzeugboxen, in denen weitere Zeichenfunktionen zur Verfügung stellen. Beim Zeichnen eines Quadrates fange ich mit zwei Punkten an. Diese Punkte bestimmen mir die Richtung und auch die Größe des Quadrates. Wir erinnern uns, ein Quadrat ist ja definiert, dass ich immer rechte Winkel habe und die Länge jeder Seite gleich ist. Ich fange mit der ersten Seite an. Wichtig ist beim Zeichnen darauf zu achten, dass man den Punkt richtig trifft. Beachten Sie, wenn ich mit dem Mauszeiger über den Punkt B rüber bin, wird er etwas dicker. Das zeigt mir, dass ich beim Zeichnen dieser Strecke auch tatsächlich den Punkt B als Endpunkt verwende. Sicher gehen, ob man richtig gezeichnet hat, kann man dann, wenn man ausprobiert, ob die eben gezeichnete Strecke sich mit den Punkten A und B mitbewegt. Zwei Dinge fallen jetzt auf, die Sie vielleicht verändern sollten. Zum einen stört die Beschriftung der Strecke A und dann habe ich die Achsen, die hier beim Zeichnen nicht benötigt werden. Verstecken wir zunächst mal die Achsen. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Zeichenbereichs, wo also kein Objekt zu finden ist, und mache die Achsen unsichtbar. Die Beschriftung, die hier automatisch vorgenommen wird, kann ich umstellen, indem ich auf das Menü Einstellungen gehe und hier den Befehl Objektnamen anzeigen einstelle auf nur neue Punkte. Dadurch werden eben nur neue Punkte mit ihrem Namen sichtbar gemacht. Alle anderen Objekte haben keine sichtbare Beschriftung. Die Beschriftung der Strecke A mache ich unsichtbar, indem ich auf die Strecke mit dem Mauszeiger gehe, die rechte Maustaste klicke und Beschriftung anzeigen ausschalte. Wie geht es weiter? Ich brauche rechte Winkel. Man könnte zum Beispiel hier den Befehl senkrechte Gerade verwenden. Vorgehensweise: wähle einen Punkt und eine senkrechte Gerade. Auch hier wieder beachten. Wird mein Punkt B hervorgehoben, dann klicke ich ihn an und die Strecke, zu der es senkrecht sein soll, ist ja diese hier. Auch hier, die Strecke wird etwas hervorgehoben. Das gleiche mache ich im Punkt A. Die Zeichenfunktion ist noch angewählt, also kann ich direkt A und die Strecke anwählen. Wir testen, indem wir die Punkte A und B bewegen, ob die Zeichnung bisher richtig ist. Man beachte außerdem hier die Einträge im Algebra-Fenster. Die Punkte A und B werden als freie Objekte bezeichnet. Sie können unabhängig bewegt werden. Die abhängigen Objekte, das ist zum einen die Strecke A und die zwei Geraden, nämlich B und C, können nur bewegt werden, indem ich die Punkte, von denen sie abhängen, bewege. Als nächstes muss ich auf diesen Senkrechten die richtigen Punkte zeichnen. Wie bekomme ich die richtige Entfernung hin? Ganz einfach, indem ich den Befehl Kreis mit Mittelpunkt durch Punkt verwende. Über den Kreis, den ich hier einzeichne, bekomme ich den richtigen Abstand, nämlich der Abstand von A nach B ist jetzt auch der Abstand hier oben hin. Allerdings habe ich noch keinen Punkt eingezeichnet. Das kann ich auf zwei Arten machen. Ich zeige Ihnen erstmal die erste Möglichkeit. Schneide zwei Objekte. Anwendung, wähle zwei Objekte und klicke direkt auf den Schnittpunkt. Machen wir mal das folgendermaßen. Ich klicke den Punkt den Kreis D an und diese Strecke hier. Nachteil dieser Vorgehensweise, ich bekomme zwei Schnittpunkte. Diesen Schnittpunkt C hier unten brauche ich nicht, da ich das Quadrat nach oben zeichnen möchte.
Löschen darf ich ihn allerdings nicht, sondern ich mache ihn nur unsichtbar. Wenn ich den Punkt C gelöscht hätte, wäre auch der Punkt D entfernt worden. Nun brauche ich noch auf der zweiten Gerade einen richtigen Punkt und das mache ich, indem ich wiederum einen Kreis zeichne. Anstatt allerdings durch das Anklicken der beiden Objekte den Schnittpunkt zu bekommen, kann ich, wie auch hier in der Hilfe steht, direkt auf den Schnittpunkt klicken. Das muss ich übrigens nicht mit diesem Befehl Schnittpunkt machen, sondern kann auch einfach den Befehl neuer Punkt verwenden. Wichtig allerdings ist dabei, dass die beiden Objekte, die ich schneiden will, beide hervorgehoben sind. Der Vorteil hier ist, ich bekomme nur einen Schnittpunkt und muss den anderen nicht verstecken. Ja, damit habe ich aber schon meine vier Eckpunkte, die das Kriterium für ein Quadrat erfüllen. Wir testen, ob die Zeichnung in Ordnung ist und verstecken dann alle Linien, die ich nicht brauche. Ja, was brauche ich nicht? Zum Beispiel den Kreis. Hier auch wieder Verstecken des Kreises, indem ich rechts draufklicke und den Befehl Objekt anzeigen abwähle. Allerdings gibt es da noch andere Möglichkeiten, die ich Ihnen auch gerade noch vorstellen möchte. Zum Beispiel den Kreis. Der Kreis E wird ja, wenn ich den Mauszeiger drüber halte, auch im Algebra-Fenster hervorgehoben. Hier vorne sieht man einen kleinen Punkt. Wenn ich da draufklicke, wird ebenfalls der Punkt E unsichtbar gemacht. Das geht ein bisschen schneller und deshalb tue ich die Raden B und C ebenfalls so unsichtbar machen. Die restlichen Strecken zeichne ich hier mit dem Werkzeug Strecke zwischen zwei Punkten ein. So, nun habe ich ein Quadrat. Die Punkte D und E kann ich nicht bewegen, nur A und B. Wer jetzt gerne ein Quadrat haben möchte, das gefüllt ist, das geht auf diese Art und Weise nicht. Dazu muss ich den Befehl Vieleck verwenden und dann die vier Punkte anklicken und wenn wir nach der Hilfe schauen, auch nochmal den ersten. Allerdings habe ich jetzt hier etwas zu viel und zwar wurden durch diesen Befehl Vieleck noch zusätzliche Strecken eingezeichnet. Das heißt, ich hätte mir die Strecken, die ich vorhin gezeichnet habe, ersparen können. Ich kann sie also zum Beispiel unsichtbar machen. Das Vieleck, das jetzt hier einen eher bräunlichen Ton hat, kann ich auch umfärben. Zum Beispiel, indem ich mit dem Mauszeiger über das Viereck gehe, rechts draufklicke und Eigenschaften anwähle. Unter Farbe kann ich dann die Farbe ändern und unter Darstellung auch, wie stark oder welcher Anteil gefüllt ist. 100% bedeutet undurchsichtig, 25% bedeutet ein wenig transparent. Ja, das war eine erste Lektion zum Thema, wie man die Zeichenwerkzeuge in GeoGebra nutzt. Probieren Sie eigene Konstruktionen aus, zum Beispiel zeichnen Sie ein Trapez, ein Parallelogramm oder ein anderes regelmäßiges Viereck. Allerdings sind die freien Objekte in diesem Fall natürlich andere.